Stell dich, ihr Kerber, du hattest dieses Jahr ein stürmisches Leben. Lacht aber nicht, weil es vorbei ist. Freut euch, dass es so schön war. Liebe Trauergemeinde, ich sage jetzt einmal was auf Stänische, weil der Rest ist größtenteils auf Hochdeutsch. Ja. Schön, dass ihr da seid zum Kerbesbegräbnis. Es war ab und an ein bisschen eine stänische Zeit gegeben, aber das meiste ist tatsächlich auf Hochdeutsch. Gut, liebe Trauergemeinde, eins lasst mich vorweg sagen, bevor wir zum ernsten Rückblick übergehen. Ohne die Luise Demmler würde ich heute nicht hier oben stehen und in tiefster Trauer euch berichten von den großen und den kleinen Steinacher Geschichten. Luise Demmler war es, die in den letzten Jahren die Kerber zu Grabe hat getragen, die deshalb so manches ertrug im Nachhinein, vom Staatsanwalt bis hin zu anderen kleinen und großen Scherereien. Aber ich muss es euch nach Wochen am PC ganz ernst sagen, so eine Rede ist leichter kritisiert als vorgetragen. Deshalb werde ich nicht versuchen, dich, Luise, zu kopieren. Ein Original wie du, das kann man nicht einfach imitieren. Statt deiner springe ich nun heroisch in das Haifischbecken, bin bereit, mit meinen Worten ordentlich hier anzuecken. Deshalb nehmt es sportlich und bitte mit Humor, besser man wird kritisiert, als man kommt in der Rede gar nicht vor. Lasst uns nunmehr keine Zeit verschwenden und der verblichenen Kerber 2014 ehrend hier gedenken. 4 tolle Tage waren es wieder am 3. Wochenende im August. Stähnliche feiert auch voller Stimmung, Umdrehungen und Lust. Frohsinn und gute Laune lagen in der Luft. Es gab keinen Grund zu klagen. Vielmehr ist Zeit, zurückzublicken auf das, was sich im letzten Jahr hat zugetragen. Doch bevor wir das tun, es spendet uns bei aller Trauer Trost. Heben wir die Krüge und sagen auf die Kerber Prost. Ich hau zwar kennen, aber ich gönn's euch. So, damit kommen wir nach Steinach, wo man es geschafft, dass sich mit 9 Einwohnern der Altersdurchschnitt erhöht hat, sagenhaft. Woran das wohl liegt, ich werde es euch sagen und jetzt nicht gelacht. Die Wahrheit, sie liegt im Stadtzentrum am Marktplatz 8. In der Silvesternacht, es war gegen 4, lief ich gerade müde nach Haus nach dem letzten Sekt und dem letzten Bier. Ich kam über den Markt und war schon ganz schön betrunken. Und da dachte ich so bei mir, wer schreit denn da rum? Tief in mich versunken, hob ich den Blick nach oben gen Himmel. Da stand da doch wirklich ein ergrautes Menschengewimmel und war vergnügt bis in den Neujahrsmorgen. Jugend von heute, die Feierlust musst du dir bei den Alten borgen. Aber nicht, dass ihr denkt, Steinach bestünde nur aus feiernden Alten. Bei uns gibt's auch noch über 90-Jährige, die das Arbeitsleben mitgestalten. Die älteste Arbeitnehmerin Thüringens, so hat das MDR ganz stolz berichtet, die wird fast täglich in der Räumstraße gesichtet. Mit 94 schwingt sich die Vogelsmutter noch aufs Rad, sie ist gut zu Fuß. Stets hat sie ihn übrig, einen freundlichen Gruß. Und wie ich die Mutter hörte berichten und sich erinnern ganz bemüht, da dachte ich so bei mir, vielleicht kam in Görings Franz sein Rückzug aus dem Stadtrat doch ein wenig verfrüht. Statt der ganzen Zankhähne da, die sich ständig nur zoffen, lässt einer wie der altes milde Görings Franz doch nahezu hoffen. Neulich musste ich mir in unserem schönen Wald die Haare raufen. Ich wollte mal über die Trift und den Fellberg laufen. Oh, danke schön, das ist meine Rettung. Also, ich fange gleich nochmal an, nicht mit allen, nur mit dem Teil. Erstmal Prost.
Neulich musste ich mir in unserem schönen Wald die Haare raufen. Ich wollte mal über Trift und Fellberg rund um Steinach laufen. Er wär noch viel schöner, der Wald, lägen da nicht ständig ziemlich große Haufen. Und wär nicht der Bahnweg gesperrt, um das Chaos perfekt zu machen, ich kann über so viel Verunstaltung beim Holzeinschlag gar nicht mehr lachen. Der Zustand vieler Wege am Tierberg, Trift und Fellbergbaude, er ist, so meine ich, alles andere als optimal. Drum, lieber Forst, wenn du schon den Wald musst roden, dann sieh doch wenigstens, dass du ihn ordentlich zurücklässt, unseren Boden. Nicht nur die Wanderlust, die Wessmelnde Stähe nicht zu pflegen, auch sehr gut ist der Brunnenstädter im Zuparken von wichtigen Wegen. Und weil die Parkkünste der Steinacher diesbezüglich sind legendär, dachte sich die Stadt, in der Oke, da müssen ein paar neue Parkplätze her. Damit der gestresste Steinacher mit ganz viel Gemecker nicht mehr laufen muss, wenn er vom Marktplatz runter will zum Bäcker. Mit ein paar Strichen weißer Farbe jeweils gegenüber war das Unheil angerichtet und die Ruhe hinüber. So erfüllte sich endlich auch der Wunsch junger Weimarer Architekten nach dem verkehrsberuhigten Bereich in der Oke, dem perfekten. Einen weiteren Vorteil hat es auch noch das städtische Parkplatzgeschehen. Man kann sich die bröckelnde Schönheit am Ockerwerk mal ganz in Ruhe ansehen. Wann hat es das in Steinach wohl zuletzt gegeben, dass nackte Männerhaut versucht, galant vorbeizuschweben? An Frauen ganz ohne männliche Begleitung. Doch, ach Gott, abort auch Spade, stand's gleich in der Zeitung. Der Gerhard Müller von der Skiarena war wieder einmal kreativ, weil der Winter so gar nicht nach seinem Geschmack verlief. Was fehlte dieses Jahr an weißer und an kalter Pracht, das wurde durch heiße Szenen im Pagodenzelt schnell wettgemacht. Zum Trost, ihr Männer, sei's gesagt, die Frauen wurden nicht gejagt. Es war nur Frauentag und wer wollte es den Frauen verdenken, dass sie sich ausnahmsweise mal selbst wollten beschenken. Ich muss bei sowas immer des alten wahren Spruchs gedenken, den mir meine Freundin vorbetet vor jeder wilden Sause. Appetit holt man sich unterwegs, aber gegessen wird zu Hause. Und weil wir gerade so schön berichten von den kleinen anzüglichen Geschichten, so sei euch, da ihr ja alle seid erwachsen, erzählt, was sich kürzlich zugetragen hat in Kamenz in Sachsen. Es begab sich dort ein lautes Kreischen. Anwohner dachten, es seien Katzen, die sich da zerfleischen. Gefangen in einem Altkleidercontainer zwischen Kleidern und Schuhen, man rief deshalb die Feuerwehr und die machte, ohne sich erst auszuruhen, mit dem Bolzenschneider den Weg frei, die armen Tiere zu erretten. Doch, siehe da, im offenen Container waren keine Katzen zu entdecken. Kurz darauf kam einem Beamten die rettende Idee noch in der Frist, lass uns schauen, was so alles hinter dem Container ist. Gesagt, getan, man schob ein Stück nach vorn das Ungetüm und sah kurz darauf, dass sich der Großeinsatz gelohnt hatte, immerhin. Das, was sich anhörte, als hätten sich zwei Katzen im Kampf ausprobiert, es waren eigentlich zwei Igel, die sich miteinander vergnügten, ganz ungeniert. Sie boten ein wildes, lautes Liebesspiel hinter dem Container und ich sag's euch, die brauchten da noch keinen Beziehungstrainer. Als ich diese Geschichte aus Sachsen neulich vernahm, dachte ich, dass mir das Geschehen irgendwie bekannt vorkam. Hatte es das nicht auch schon in Steinach gegeben, dass aufmerksame Passanten einen Strich machten durch ein wildes Liebesleben, indem sie einfach den Notruf wählten, weil sie einen laut schreienden Menschen in großen Gefahren wähnten? Und wenn ich in dieser Sache richtig bin informiert, ist dieses Lustspiel in unserem schönen Wald passiert. In das Reich der Gerüchte allerdings ist der Gedanke zu verweisen, dass es auch da oben zwei Igel gewesen wären, die die Hüften ließen kreisen. Ah, jetzt weiß jemand, wen ich meinte hier unten. Gut.
Ihr seht, es ist nicht so, und ich sag's ganz kokett, dass man in Steinach im Stadtbild mit nackter Haut so gar keine Erfahrung hätt. Ein Vorreiter in diesen Dingen, wie sollte es anders sein, das sind auch immer unsere Bildhauer und Künstler mit ihren Bildhauereien. Im Stadion die Eroberung, der einst vor langer Zeit begann, bis heute steht dort oben ein völlig nackter Mann. Und weil es sich alleine schlecht gesellt, hat man ihm eine leicht bekleidete Torwartfrau zur Seite gestellt. In diesem Jahr nun kam eine nackte Waldfrau dazu. Auch sie findet in Steinach sicher einen Standort und die ewige Ruhe. Ging's nach dem Künstler, soll sie auf dem Marktplatze stehen. Och, vielleicht endlich als neue Brunner. Das will ich sehen. Doch, oh Gott, ich mag's mir gar nicht vorstellen, was für ein Graus. Wo kommt bei dem nackten Waldfrauenbrunnen dann am Ende das Wasser bloß raus? Auch beim Symposium 2015 dürfen wir die Werke wieder behalten. Dann sollen die Bildhauer einen Kinderspielplatz aus Holz gestalten. Wenn es mit dem Brunnen nichts wird, wie wär's mit dem Marktplatz als Standort? Ganz nah dem Rathaus und den tagenden Stadträten, dann finden doch glatt in Zukunft die großen Diskussionen auf einem Kinderspielplatz statt. Die FDP sagt zum Bürgermeister, lieber tot als pleite, kein Steuergeld mehr, ich habe es satt, noch näher mal als Schwimmbad, Oberachtebahn bis Rundeneide Stadt. Der Uli antwortet dann genervt, wer setzt mich denn hier die ganze Zeit bei Großprojekten schachmatt? Bürgerbegehren habe ich alle verloren, ein solches findet hier nicht mehr statt. Es muss vorangehen und ich will diese neue Bahn, um im Sommer endlich mal mit Karacho den Fellberg runterzufahren. Die GFS läuft hinter dem Uli her, nur die Maria Greiner muss sich noch orientieren. Verständlich, bei der dritten Partei ist es schwer, nicht ganz den Überblick zu verlieren. Linke und CDU haben eine unklare bis gespaltene Meinung. Oh Herr, ich wünsche mir für unseren Rat doch nur eine göttliche Erscheinung, sagt der Pfarrer. Und wer jetzt glaubt, der Parlamentskindergarten von eben sei meine Erfindung, den muss ich leider enttäuschen. Es ist wie immer die Wahrheit, die ist noch um einiges schlimmer. So musste ich neulich in der Zeitung lesen und ich habe ziemlich gelitten, dass gerade auch der Stadtführung ihre gute Kinderstube und der Wortschatz ein bisschen entglitten. Phantast und Verdacht einer Krankheit machten da vom Bürgermeister die Runde. Der Vizebürgermeister Büttner gab von einem bösartigen, primitiven Querulanten und Blindgänger Kunde. Da ist unsere Stadtführung, ich sag's euch ganz unverdrossen, ein bisschen weit übers Ziel hinausgeschossen. Wenn ihr mich nur nach dem Ziel dieser Worte fragt, so sei euch gesagt, gemeint war ein ergrauter Goldbach-Redakteur, der scheint alles zu kapieren, der es aber offenbar für unter seiner Würde hält, selbst für den Stadtrat zu kandidieren. Dort müsste man ja Verantwortung übernehmen und die Zukunft mitbeschließen. Da ist es sicher leichter und bequemer, aus dem Hintergrund zu schießen. So stand sehr schön das Zeitungsinterview der Bürgerinitiative an die Nation, direkt im freien Wort unter einem Artikel mit der Überschrift Zirkus macht den Stein auf Station. Und das ist jetzt nicht erfunden, das war wirklich so. Vor ein paar Tagen traf sich nun der Rat, um in Sachen Skiarena Entscheidendes zu tun. Und das Treffen, das kam mir vor wie im Western, mitten in einem Saloon. 5:45 im Rathaussaal, es naht die Entscheidung, den Revolver gezückt. Dafür oder dagegen? Es ist keine Entscheidung, mit der man sich schmückt. Auch die neue Stadtführung hat sich beim Willi bereits heillos zerstritten. Kurz dafür der neue Vize-Steinheiser dagegen, ob sich das noch lässt kitten. Am Ende gab es eine Mehrheit von 9-7 für das Projekt. Doch der Riss durch den Stadtrat, er ist nunmehr tief und perfekt. Ich sag's euch ganz ehrlich, mir ist nicht mehr zum Lachen bei dem Trauerspiel. Und eigentlich habe ich nur ein einziges Ziel. Ich hoffe, wir werden in Zukunft wieder gemeinsam für Steinach bürgen und nicht mehr versuchen, dem anderen nur irgendwie eins reinzuwürgen.
Wir müssen wieder lernen, dem anderen etwas zu gönnen und nicht nur gerade beim Neidischsein ganz viel zu können. Und manchmal denke ich so bei mir, vielleicht hätte es dann auch irgendwie für eine Mehrheit in Oberland für Steinach gereicht. Doch es ist nun, wie es einmal ist. Haselbach und Hasenthal sind nun Kreisstadt seit Jahresfrist. Und mit ihnen all die kleinen Dörfchen, es ist völlig normal, Hüttengrund, Schneidemühle und Friedrichsthal. Aber eins muss man den Sonnebergern schon lassen, sie haben in ihrer Stadt Highlights, es ist fast nicht zu fassen. Rund um den Picoplatz ab 18 Uhr fast dörfliche Stille, außer es findet mal ein Moonlight-Shopping statt mitten in der Idylle. Und da die Sonneberger offenbar selbst nicht genug shoppen, muss man eben die Nachbarn eingemeinden, um sie zum Einkaufen anzulocken. Deshalb, ich sag's euch, für Sonneberg ist noch viel zu tun und es gibt keinen Grund, sich auf dem Erreichten auszuruhen. Die Dunkelgräfin in Sonnebergs Rathaus, ja? Die Dunkelgräfin in Sonnebergs Rathaus wird erst dann Ruhe geben, wenn auch die Herrenhäuser in der Kreisstadt als Bürger leben. Vielleicht täuscht ja mein Eindruck und ich liege von der Wahrheit ganz fern, aber ich denke manchmal, auf manchmal in Sachen Ähnlichkeit, können wir von die Lauschne doch noch ein bisschen rausgelangen. Wenn es um kreative Ideen geht, ihr wisst Bescheid, dann ist oft auch der Name Sesselmann aus unserer Nachbarstadt nicht weit. Sogar eine Hymne hat der Lauschner für unsere Kerber gedichtet. Ich frage mich nur, warum wird es so ein Hymnendichter noch nähende Stellen nicht gesichtet? Knöller und Bärkuchen aßen die Lauschner nach Rekord. Ach, die Milchstückzubereitung, die läuft immer kort. Erst neulich haben sie 5 neue Internetkameras in Betrieb genommen, damit auch die fremden Völker im Ausland von der Schönheit ihrer Baustellen was mitbekommen. Wenn mich einer fragt, wo gibt's derzeit in Steinach Innovation, dann schicke ich ihn auf zum Holger Greiner Wohlleben in seine Pension. Erst brauten sie Bier mit fast so vielen Umdrehungen wie ein guter Wein. Wenn dich dein Fran ausgekieselt hat, schläfst du auch in ihren Holzfässern mittlerweile gut ein. Ich schlag vor, die Holzmafia plant ihre nächste große Party in einem der Fässer. Dort ist der Schallschutz auf jeden Fall besser. Als dort oben im Freien auf dem Land, wovon wo sehr manche Humorlose wegen ihrer Feierlust am liebsten Seelen verbannt. Im Vergleich zu den Straßenbauarbeiten bei uns in der Region, da war der Bau der Pyramiden eine ziemlich einfache Aktion. Die Stähnig haben sie von der Außenwelt nahezu abgeschlossen, die Steinacher reagieren darauf zu Recht ziemlich verdrossen. Willst du nach Norden, musst du zig Kilometer Umwege fahren, auch in Richtung Mayhem geht gar nichts mehr, was für ein Gebaren. Und jetzt haben sie uns auch noch vom Ortszentrum Haselbach abgeschnitten. Ich sag's euch langsam, es reicht, die Autofahrer haben genug gelitten. Ist es denn wirklich so unfassbar schwer, ein bisschen zu planen und zu steuern den Verkehr? Die Schüler in Lauscha schickt man lieber mit dem Bus um die halbe Welt. Für eine Zugfahrkarte fehlt dem Landkreis offenbar das nötige bisschen Geld. Im Ministerium, wo kluge Leute sitzen, Tag aus, Tag ein, war man von den Baustellen überrascht. Fast so, als fing es im Januar an zu schneien. Ich mache jetzt einen Vorschlag, liebes Amt, wie es auch einfach könnte funktionieren. Das nächste Mal lässt du die Computer aus und rollt eine Karte aus, steckt Fähnchen rein, um die Baustellen zu markieren. Und für diesen wegweisenden Vorschlag, falls er euch gefällt, verlange ich dann als Berater des Straßenbauamtes ganz, ganz viel Steuergeld. Und das Schlimmste ist, ich sag's euch ganz offen, das Stückler Strauß, das es am nötigsten hätte, ist von den Bauarbeiten gar nicht betroffen. So zuckel ich weiter auf der Mondkraterpiste dahin, wenn mir nach einer Reise in Richtung Haselbach steht der Sinn.
Wie gern würde ich mal öfter eben in die Kreisstadt rüberfahren. Wie gern würde ich mal einfach eben öfter in die Kreisstadt zum Shoppen, rüberfahren, wenn ich mein Auto dabei nicht stets vor einem Totalschaden müsste bewahren. Aber vielleicht wird das doch noch was mit dem Bau der Straße, wenn Sie endlich auf die großartige Idee kommen, Straßenausbaubeiträge zu verlangen, und zwar ein paar tausend Euro pro Nase. Oder vielleicht lieber eine Maut mit Zollstation und Schranke, und die Vignetten, die gibt's dann unten total einfach an der Tanke. Sollte es einmal so weit kommen, ich sag's euch gleich, ich nahm ihn wahr hinten über den Siede, in Wold entlang bis für zum Wismutdeich. Oder ich mach's wie die Blechschmitz-Christel, die will mit dem Hubschrauber fliegen und sorgt dafür, dass wir dafür endlich auch mal einen Landeplatz kriegen. Dass es allerdings auch mal schnell gehen kann mit der Reparatur der Straßendecke, das sehen wir derzeit in Steinach, ein Stück südlich von Zischkaus Ecke und Bahnhof. Dort wird gerade ein neuer Rekord aufgestellt. Schon 2019, wenn alles gut geht, ist die Kurzzeitbaustelle aus der Welt. Aber eins sage ich euch jetzt mal ohne Reim, habe ich mir gerade unten überlegt, als ich den Umzug vorbei, als wir vorbeigelaufen sind, es ist auf jeden Fall das schönste Stücklerstrauß in der Stelle nicht zu sagen. Und wenn ihr sie schon ausgebt, unsere bezahlten und sauer verdienten Steuern, empfehle ich euch bei Gelegenheit auch mal die Stromleitung in die Unterstadt zu erneuern. Darauf, dass der Strom dauerhaft fließt im Süden bis zum nächsten Frost, heben wir jetzt mal zwischendurch die Krüge und sagen auf unsere Kerber Prost. Wenn dich ein Brocken aus Stein am Kopfe trifft, oh weh, bist du entweder auf Höllentour in Bayern oder sitzt auf deinem Balkon im Wohnblock der VWG. Was musste ich da neulich in der Zeitung lesen? Abstimmung mit den Füßen, am Boxberg ist dein Wohnblock am Verwesen. Ein Mieter sagt, passt du nicht auf, so fällt vom Balkon über dir ein Bröckelchen Putz mitten auf dein gehütetes Revier. Es ist, man muss es leider so sagen, ein Unding, was sich dort zuträgt in diesen Tagen. Schande ist, sagen die Mieter das richtige Wort, um die Zustände zu beschreiben, die herrschen dort. Die Mieter, sie schauen finster drein und haben das Gefühl, in den Häusern nicht mehr willkommen zu sein. Sie sagen, in Oke und Boxberg bröckelt der Stein, vom Keller bis unters Dach ist gar nichts mehr fein, wer kann, ziehe aus und keiner zieht mehr ein. Drum, liebe VWG, bevor ihr die Blocks jetzt ganz zugrunde richtet, erinnere ich euch mal an einen Satz aus dem Grundgesetz, das heißt Eigentum verpflichtet. Eigentum verpflichtet, das dachte sich auch der Tino Tau und hat sich sein eigenes Schlösschen Neuschwanstein gebaut, ziemlich schlau. Manche nennen es auch Schloss Versailles, je nach Wahl, das Anwesen mit den schönen Türmchen hinten im Goldbachtal. Aber wie sagten wir gerade noch, den Neid wollen wir in Steinach ganz aufgeben und nach den schweren Jahren im Stadtrat hat er es sich wirklich verdient, dieses Leben. Denn wenn man die Reihe der Räte einmal aufrichtig sichtet, es gab im letzten Stadtrat Leute, die haben auch noch Schlimmeres angerichtet. Und wenn wir mal ehrlich sind, so kann der Goldbach etwas Frieden vertragen. Sauereien hat's dort genug gegeben und Leute, die andere verklagen. Als ich neulich lief am Bahnhof entlang, dachte ich, das ist ja Aufruhr wie Bayern Riesenempfang. Haben wir etwa die Ministerpräsidentin im Wahlkampf zu Gast, die sich an einem Häppchen mit Kaviar verschluckt hat in lauter Rast? Oder wurde gar ein gesuchter Ganove im Hotel Outdoor Inn gefasst? Nein, Scheinwerfer von Polizei und Krankenwagen erhellten die Nacht. Kurz darauf erfuhr ich, es war kein Polit-Ganove, es gab einen Bakterienverdacht. Bei 11 Kindern, die mit ihrer Schulklasse in Steinach Station gemacht, wie schnell schossen da die Spekulationen ins Kraut,
das Essen belastet oder das getrunkene Wasser im Bach zu lang aufgeschaut. Sicher ist hinterher nur eins, die Kids hatten echt mal einen Grund zum Motzen. Die fanden ihren Aufenthalt in Steinach einfach zum Kotzen. Es war einmal ein hübsches französisches Königskind, das sich auf einmal in Hildburghausen wiederfindet. Die Geschichte, sie war zu schön, um daran zu glauben, aber man wollte in Hildburghäusern die Hoffnung einfach nicht rauben. Bis eines Tages kamen die Journalisten vom MDR und sagten, hier muss eine quotenträchtige Sendung her. Und sie gaben sie hin, unsere bezahlten Gebühren, um eine DNA-Analyse in Freiburg und Innsbruck zu finanzieren. Sie machten um den Beitrag ein Riesentamtam, nur um rauszufinden, dass die Dunkelgräfin doch nicht vom Pariser Hofe kam. Sie war eine Adlige, reich und bis heute geheimnisvoll. Viele fragen sich nun, was der ganze Aufwand soll. Könnte man nicht mit dem schönen vielen Geld was Sinnvolleres anstellen auf dieser Welt? Lieber MDR, ich hätte da eine Idee für euch. Wenn ihr schon nach alten Geschichten sucht, schlage ich vor, dass ihr ein Hotelzimmer in Steinach bucht. Es gibt da in der Gegend einen finstern Ort, der die Geheimnisjäger anlockt immerfort. So manche hat schon an dem Mythos rumgezerrt, neulich haben sie sogar eine Skiarena-Piste dafür abgesperrt. Aus dem Petersburger Schloss das Bernsteinzimmer, es wäre der Knüller, wenn es tatsächlich noch gefunden wird beim Skiarena Müller. Aber erstmal hat sich der U-Boot-Schenreuter ordentlich echauffiert, so sehr, dass er ein paar Minuten später drauf gleich für den Stadtrat hat kandidiert. Man stelle sich nun vor, in der Skiarena wird wirklich das heilige Relikt entdeckt. Unter dem Boden 1945 vergraben und gut versteckt. Sie wäre vorbei, die Zeit der Diskussionen. Winken würden die Millionen. UNESCO-Weltkulturerbe Stadt Steinach im Thüringer Wald. Wir würden Sonneberg als Vorort eingemeinden schon sehr bald. Und als Bürgermeisterin, die das Weltkulturerbe leidenschaftlich verkaufen kann, holen wir uns dann auch irgendwann nochmal die Maria Kreiner ran. Die Touristen, sie kämen in unendlichen Scharen. Ach, da wäre was los, ganz ohne Wheelie und große Baumaßnahmen. Und alle würden sie mit ihren Autos das Steinbächlein rauffahren. Mit anderen Worten, ich sehe sie sich schon gründen, die Bürgerinitiative, die dagegen ist, in Steinach das Bernsteinzimmer zu finden. Ihr seht, dafür, dass wir nur eine Kleinstadt sind, es ist ganz klar, ist wieder richtig viel passiert im letzten Jahr. Und bei allem, worüber wir uns geärgert und aufgeregt, sage ich euch nochmal, seid froh, dass ihr in Steinach lebt. So denke ich bei mir, wenn ich aus dem Zug steige, jedes Mal, wie schön es doch ist, unser grünes, geliebtes Steinachtal. Und dass es eigentlich ziemlich toll ist, hier zu leben, mag es auch manchmal nicht ganz so schöne Tage geben. Ich möchte, weil es gerade so wunderbar passt, deshalb zum Schluss ein paar Zeilen zitieren, die Hella Reisenberger kürzlich hat verfasst. Wo Bär und Schwamm, und das auf Mundart, extra deswegen. Wo Bär und Schwammer Flagge sen, da ist so eine Heimat, da sind wir daheim. Ist närrchen so a Kerwa, ist närrchen so schön, drum möchte ich von da an nicht fortgegeh. Wa hot noch zum Wandern und Skifahren so an Wollt, wo gibt's ja da Menschen, da wappen wir gern old. Wo der Fluss in Stadler sein Name hat gaben, da ist so ne Stänig, da ist so ne Lahm. So haben wir nun den Tod unserer Kerwa genug beweint. Das Leben geht weiter in Freude über ihre Auferstehung, sind wir vereint. Es ist die Zeit zum Fröhlichsein, drum bitte ich euch, stimmt alle mit ein. Wir wollen nun die Kerwesleiche nach dieser langen Predigt wiederbeleben. Liebe Leiche, wir bitten dich, dich von der Bahre zu erheben. Du bist das Zeichen, dass die Kerwa aufersteht und dass sie auch in Zukunft niemals untergeht. Auf dass wir uns auch 2015 wiedersehen, am dritten Wochenende im August, zur Stänicher Kerwa. Das wäre schön. Vielen Dank und noch eine schöne Kerwa euch an.
Vielen, vielen Dank. Der Applaus gilt auch unserer Leiche. Und wenn ihr dürft gerne gleich auch nochmal klatschen. Aber wenn ihr Lust habt, noch die Rede zu erwerben, die gibt's auch gedruckt, wird hier vorne im Festzelt verkauft. Würden wir uns drüber freuen. Ansonsten schöne Kerber, schönes Feuerwerk. 2,50 in diesem Jahr ist sicher vielleicht nicht so viel, gehe ich von aus. Also wenn Sie Lust haben, einfach Rede kaufen. Und euch schöne Kerber noch, schönes Feuerwerk. Tschüss. Also herzlichen Dank an Tobias Rust. Ein neuer Kerbespfarrer ist geboren. Besser hätte es nicht kommen können. Auch ich bin nicht zu kurz gekommen in der Rede. Das hat mich besonders gefreut. Also herzlichen Dank, war wunderbar, Tobias. Thank you.